Wir sind jetzt hier auf dem Parkplatz vom Wildpark Schorfheide. Der ist komplett leer. Hier steht nicht ein einziges Auto und das liegt natürlich an der aktuellen Situation. Wie viele Leute wären jetzt normalerweise hier? Zwischen 500 und 1000. Was würde denn mit den Tieren passieren, wenn sich das jetzt nicht mehr weiter halten würde? Ja, also als das alles losging, da hatte ich schon große Angst, dass wir den Park auflösen müssen. Man würde die dann sicherlich versuchen, in andere Einrichtungen zu geben. Ich mache das jetzt hier seit 24 Jahren und habe dann irgendwann beschlossen, ich will mich von Corona nicht unterkriegen lassen. Also wir sind schon absolut lost place gerade. Guten Morgen, Leute. Ich sitze jetzt hier gerade beim Frühstück und frage mich gerade, was dieses Klettband hier macht. Da kommen wir was anderes zu. Heute soll es um ein ganz besonderes Video gehen. Ihr seht es so halbwegs im Titel. Ihr seht nicht viel und wundert euch, was ist hier eigentlich los? Und das frage ich mich ehrlich gesagt auch, denn es ist noch nicht mal 7 Uhr. Ich bin richtig müde, hab nicht viel geschlafen, hab ein bisschen Knieschmerzen, bin richtig weit mit dem Fahrrad gefahren gestern. Und genau das tun wir heute auch nochmal, nur dass wir ungefähr dreimal so weit fahren wie gestern. Das kann was werden. Ich hoffe, ihr habt Bock aufs Video. Es wird was wirklich Besonderes. Fahren in die Richtung, in die wir wollen. Und haben ein bisschen Spaß. Leute, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und let's go. Endlich sind wir unterwegs. Puh. Oh, es ist jetzt schon richtig warm. Es sollen heute bis zu 25 Grad werden. Es ist Sommer. Und wir haben Anfang April. Das ist der absolute Wahnsinn. Nach gefühlten Ewigkeiten, die wir durch die Stadt gefahren sind, sind wir nun endlich an der frischen Luft. Ich rieche Gülle in schönen Vlies. So macht es doch schon viel mehr Spaß. Und die Sonne ist perfekt am Start. Pause am Kanal. Sonne im Nacken. Es geht jetzt immer straight, geradeaus, weiter und weiter und weiter. Ich habe schon über die Hälfte der Strecke geschafft, muss mich aber auch ranhalten. Ich komme jetzt schon relativ spät an, deswegen Hackengas geben und keine Zeit verlieren. Hab nur mal kurz meine Jacke ausgezogen und jetzt weiter geht's. Nachdem ich jetzt hier übrigens 60 Kilometer schon gefahren bin, kann man auf jeden Fall eine Sache sagen. Trinken und Essen ist schon eine wichtige Sache. Ich war teilweise echt schon richtig erschöpft, gerade weil ich auch so früh aufgestanden bin. Aber die Radwege hier sind richtig gut ausgebaut. Ich bin teils auf einer Fahrradstraße gefahren. Das ist wirklich absolut geil, ey. Na Leute, was steht da? Da ist er. Jetzt wisst ihr auch, wo wir sind. Für die, die es nicht wissen, was es ist, das werden wir jetzt im Laufe des Videos herausfinden. Ich weiß, ich war selber auch noch nie hier. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich hier jetzt richtig bin. Kletterwald und Wildpark Schorfheide. Schön die alte Ostpanzerstraße entlang gefahren. So gehört sich das. Ich weiß schon, warum ich ein Mountainbike habe hier in Brandenburg. Oh, wir sind jetzt hier auf dem Parkplatz vom Wildpark Schorfheide. Da sind wir gerade gut angekommen und der ist komplett leer. Hier steht nicht ein einziges Auto und das liegt natürlich an der aktuellen Situation. Corona schränkt die Leute ein, schränkt das Leben der Leute ein und schränkt eben, ja, das Virus breitet sich weiter aus. Deswegen musste auch der Tierpark schließen. Die Tiere wollen aber natürlich weiter Futter haben und so weiter und so weiter. Es kommen keine Einnahmen mehr rein und deswegen bin ich heute hier. Es wird ein spannender Tag. Ich warte jetzt hier auf die Imke. Die sollte hier gleich ankommen und dann mit mir hier so ein bisschen einen kleinen Rundgang machen. Wir gucken uns einmal alles an und schauen mal, was uns heute erwartet. Ich glaube, es wird cool. Es ist mega bruttig warm und das für Anfang April. Ich kann es immer noch nicht fassen. Schauen wir mal. Gerade im Park angekommen, habe ich mich auch schon mit Imke, der Chefin des Tierparks, und der Tochter getroffen, die mit mir als erstes mal in die Futterküche zogen, damit ich da das Futter für die Tiere vorbereiten konnte. Futterküchenbereich. Oh, hier ist ordentlich Brot. Auf jeden Fall hartes Brot. Dann Schweinefutter. Was machen wir jetzt hier? Wir schneiden jetzt erstmal Äpfel und Möhren für die Tiere, damit die wieder was zu essen haben. Für heute Abend oder für bis? Für heute Nachmittag. Für heute Nachmittag. Hier liegen die Kettenhandschuhe, die ziehen wir uns dann schön an, dass wir uns nicht wehtun. Okay, dann ziehen wir mal so einen Handschuh an. Wir fangen an zu schnibbeln und davon eine ganze Menge. Wir haben hier ordentlich Mohrrüben, die wir bearbeiten sollen.
Was mache ich jetzt damit? Muss die irgendwie speziell geschnitten werden? Irgendwie einmal halt durch oder? Nein, also am besten nimmt man sich einfach die Möhre und schneidet okay. die so in recht kleine Stücke. Tatsächlich schon. Sozusagen. Ja. Zack. Hey, der Profi am Start. Ich habe ja Handschuhe. Kann ja nicht viel passieren, Leute. Soll ich dir ein paar rübergeben? Ja. Die ganzen Äpfel hier sollen geschnitten werden. Nein, das können wir nicht. Das ging schnell. Die Möhren sind auf jeden Fall einige am Start. Ich finde auch, die sehen so aus, als könnte man die noch essen, zumindest zum Teil. Ein ganzer Topf voller Leckereien, Möhren und Äpfel. Also ganz ehrlich, könnte man jetzt ein bisschen mit Brühe aufkochen und hätte eine geile Suppe. Ich würde es essen. Ich bin aber auch nicht so. Also ich würde sogar so eine Möhre hier noch essen. Ich glaube, sterben würde man davon nicht. Dann ging es auch schon direkt auf das Ranger-Fahrzeug und wir sind sofort in die Steppe geheizt. Es war einfach unfassbar. Der erste Moment, als ich in diesen Park kam, riesengroß, weite, offene Flächen, unfassbar. Hätte ich nie mit gerechnet, ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Ganz anders als jeder Tierpark, in dem ich bisher war. Ja, wir sind jetzt unmittelbar in der Natur angelangt. Ich bin jetzt unterwegs hier mit zwei Ladies. Und zwar mit wem? Hallo, ich bin Imke. Ich bin hier die Leiterin des Wildparks. Genau. Seit 14 Jahren bin ich Chefin und dabei bin ich schon seit 24 Jahren. Mein ganzes erwachsenes Leben. Und wir sind hier gerade rübergefahren. Ich habe es ein bisschen gefilmt. Das ist wirklich, das ist ja völlig krank. Ja, hier schön Elche im Wald. Ist halt eine andere Nummer als Zoo. Hier sind tatsächlich Elche. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich muss da gleich im Schnitt noch mal ein bisschen reinzoomen. Aber da sind tatsächlich hinten Elche am Start. Und die sind echt extrem entspannt. Ne? Die liegen da einfach. Es ist wunderschönes Wetter. Die kriegen da so ein ganz bisschen Schatten auf jeden Fall. Die haben, glaube ich, gar keinen Bock auf Sonne. Aber die sind sonst sehr, sehr nett. Nee, eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich mein gefährlichstes Tier. Aber weil wenn einem Elch was nicht passt, dann stellt er sich, hi. Und alles sauber? Ja, mal sehen, ob die Otter jetzt kommen, wa? Hier sind die drin? Ja. Ottis, komm, gib Frühstück. Ich bin hier mittendrin im Geschehen. Sorry, dass das jetzt so spontan anfängt. Aber genauso ist es bei mir auf dem Kanal. Ich denke, das ist auch völlig in Ordnung. Ich ziehe jetzt hier einen Handschuh an und dann füttern wir hier Otter, wenn die denn Bock haben, irgendwas zu essen. Und das ist wirklich anders hier, als ich mir das vorgestellt habe, weil es nicht so wie im Zoo ist, sondern wirklich ist, man ist halt hier richtig draußen. Ich zeige mal kurz das Ottergehege. Das ist halt, oder Gehege kann man es ja gar nicht nennen. Das ist einfach eine große Schilffläche. Ja, und da irgendwo sind die jetzt. Und was kriegen die jetzt zu essen? Lecker Eintagesküken, macht sich besonders gut. Oh ja. Zum Osterprogramm und Fisch und Fleisch. Kommt mal her, komm! Jetzt kommen sie langsam mehr. Aber Fisch, denn da ist er. Erst waren sich die kleinen Racker ganz schön unsicher, ob sie mir vertrauen sollten. Sei mal ganz mutig. Komm mal her. Der komische Neue mit der Kamera. Aber dann kamen sie immer und immer näher, um sich ihren Fisch abzuholen. Hunger hatten sie auf jeden Fall. Zwei sogar. Sind hier irgendwelche Fische drin? Die wären nicht lange da. Die wären nicht lange da, genau. Also ein Otter kostet so viel wie ein Wolf. Der rechnet für Otter pro Tag. Ach so, okay. 1,5 bis 2 Kilogramm Nahrung. Alter. Da müssen sie draußen alles nehmen, was sie kriegen können. Wie viele Leute wären jetzt normalerweise hier? Besucher. An so einem Tag? Oh, in den Ferien. Zwischen 500 und 1000. Die jetzt so gerade hier unterwegs genau, wären. Genau, sind jetzt Osterferien, Wetter ist bombastisch. Und wie viele sind jetzt heute da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es ist fast ein Lost Place, Leute. Also beschwert euch nicht, dass es kein Lost Place gibt. Irgendwo ist es das gerade. Ja, da gibt es natürlich auch einen Haken an der Sache. Und so ganz lost ist es dann ja doch nicht, weil einen Otter habe ich tatsächlich noch nie gesehen auf dem Lost Place. Das wäre krass. Steigen wir mal wieder ein in die Ranger-Karre hier. Ja. Ab zum Lux. Das gibt's gar nicht. Also, gerade angekommen, da steht da tatsächlich ein Luchs am Zaun. Hier machst du das mit. Vom Otter zum Luchs. Luna, hallo? Du bist aber ein schönes Tier. Hallo? Ja, das ist ein warmer Tag. Da wird man nochmal müde. Ja, Katzenwetter. Vom Rumstehen, vom Rumlaufen, vom Liegen, vom Schlafen. Ui. Wahnsinn. Leute, es geht hier von einem zum nächsten. Das ist der Wahnsinn. Kommis, kommt mal her. Schafis. So ist fein.
Du bist aber hungrig. Ui. Sicher nur. Ja, eine Beziehung zu Schafen haben, ne? Und das machst du hier normalerweise auch oder ist das jetzt Ausnahme? Ja, das ist schon ein bisschen Ausnahme auch. Also normalerweise bin ich ja als Geschäftsführerin leider sehr viel Schreibtischtäter. Ja. Lass mir das aber nicht nehmen, doch öfter nochmal zu meinen Tieren zu gucken. Ansonsten füttere ich eigentlich eher die Wölfe und die Otter auch mal, wenn Führungen sind, die Luchse. Schafe machen auch richtig Spaß, gerade jetzt in der Zeit, wo wir so viel kleiner haben. Auf jeden Fall, und das sind rauwollige pommersche Landschafe. Das ist auch eine rote Liste-Schafrasse, die sind also vom Aussterben bedroht. Wir züchten also nicht nur wilde Tiere, sondern haben auch ganz viele alte Haustierrassen bei uns im Wildpark. Und das ist jetzt auch ein Riesenproblem während der Corona-Zeit, dass viele Leute, die eben diese vom Aussterben bedrohten Haustierrassen gehalten haben, einfach die Luft ausgeht. Die sollte man einfach erhalten, weil diese Hochleistungsrassen sind sehr krankheitsanfällig und bei den alten Rassen hast du eine hohe Resistenz. Und die sind total gut geeignet, um sie ganzjährig draußen zu halten. Und Corona stellt uns schon vor viele, viele Herausforderungen jetzt. Was würde denn mit den Tieren passieren, wenn sich das jetzt nicht mehr weiter halten würde? Ja, also als das alles losging, da hatte ich schon große Angst, dass wir den Park auflösen müssen. Man würde die dann sicherlich versuchen, in andere Einrichtungen zu geben. Aber ich mache das jetzt hier seit 24 Jahren und habe dann irgendwann beschlossen, ich will mich von Corona nicht unterkriegen lassen. Wir halten jetzt durch. Wir haben einen Spendenaufruf gemacht, der auf unserer Internetseite ist, wo man also für uns spenden kann. Und das ist auch glücklicherweise so, dass viele Privatleute jetzt schon was gegeben haben. Viele kleine Tiere machen auch Mist, ne? Wir hoffen ganz doll drauf, dass möglichst bald wieder gelockert wird und wir wieder Besucher haben dürfen. Das große Problem bei uns ist, dass wir halt nicht staatlich gefördert sind, sondern dass wir ausschließlich von den Eintrittsgeldern leben. Und jetzt gerade ist unsere Hochsaison, kommen uns ganz viel besuchen und freuen sich genauso über die kleinen Schafe, wie wir das gerade tun. Und das fällt eben in diesem Jahr raus. Und das ist schon ziemlich suspekt. Also wir sind schon absolut lost place gerade. Ne? So fühlen wir uns zumindest. Deswegen bin ich da. Da ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, es gibt natürlich auch einen Link in der Videobeschreibung. Ich gehe da später nochmal mehr drauf ein. Der ist von euch von der Seite, oder? Von der Seite www.wildpark-schorfheide.de. Da kann man spenden. Wir haben auch ein PayPal-Konto eingerichtet, dann ist Spenden noch einfacher. Man muss bloß noch auf den Button drücken. Man kann auch zum Beispiel für einzelne Futtermittel spenden. Da gibt es also was für Möhrchen, Hafer und Heu. Also man kann sich da auch noch festlegen, für was man gerne spenden möchte. Ja. Leute, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe sowas wirklich noch nie gemacht und ich mache sowas auch wirklich selten, weil ich oftmals nicht so richtig hundertprozentig hinter... Also meistens sind es so Werbedeals, ne? Da kommen irgendwelche Anfragen rein und... Ich stehe da einfach nie zu 100% oder fast nie so wirklich hinter und deswegen mache ich sowas einfach selten. Jetzt gibt es mal ein Video, was es so auf meinem Kanal definitiv noch nie gab. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich, ich bin selber auf einem ganz kleinen Biobauernhof mal aufgewachsen. Da waren 20 Kühe, da waren ein paar Gänse, die mich immer angefaucht haben, wenn ich in meine Wohnung wollte. Ein paar Katzen und ein paar Pferde, das war's. Und deswegen habe ich irgendwie auch einen einigermaßen guten Bezug irgendwie zu Tieren. Und deswegen dachte ich, radel ich hier einfach mal hin und guck mal, was hier so los ist und wie man vielleicht irgendwie eine Kleinigkeit tun kann in dieser Zeit. Und deswegen guckt gerne mal in den Link. Wir gucken uns jetzt aber, glaube ich, auch noch ein bisschen weiter um. Das ist riesengroß. Es ist riesengroß hier, Leute. Absolut krass. Nicht nur von oben sieht der Park mit seinen wunderschönen Wiesen und den wilden Pferden wunderbar aus. Nee, auch ich habe irgendwie die Leidenschaft für diesen Park entwickelt und vor allem für die Tiere da drin. Und ich hoffe, dass es euch da draußen ähnlich geht, denn dieser Park ist extrem unterstützenswert. Es wäre so verdammt schade, wenn jetzt durch diese verdammte Corona-Krise dieser Park einfach schließen müsste, all die Tiere weggegeben werden müssten. Man weiß ja überhaupt nicht, wohin würden die dann alle kommen. Eine Leidenschaft, die jetzt über 24 Jahre aufgebaut wurde, beziehungsweise weitergetragen wurde, wäre dann einfach weg. Und das wäre... absolut der Horror, wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste nur meinen YouTube-Kanal aufgeben, wegen dieser Corona-Geschichte. Das wäre ein absoluter Albtraum, aber da hängt so, so viel mehr dran. Mitarbeiter, die bezahlt werden müssen, das Futter, was für die Tiere gekauft werden muss und so weiter und so weiter. Und ich weiß, ich mache das sonst nie, ich habe es noch nie gemacht auf meinem Kanal, aber heute bitte ich euch, klickt auf diesen Link in der Videobeschreibung. Schaut euch die Website nochmal an, wenn euch dieses Projekt gefällt. Und ich kann wirklich von Herzen sagen, das ist ein gutes Projekt. Ich stehe da vollkommen hinter irgendwie. Das sind Tierarten, die es nicht mehr überall auf der Welt gibt, die vom Aussterben bedroht sind, die dort erhalten werden. Und gleichzeitig der Mensch zum Beispiel mit dem Wolf, den wir später auch noch sehen werden, wieder ein bisschen ja, in Verbindung gebracht wird, gezeigt wird, hey, ein Wolf ist vielleicht doch gar nicht so gefährlich, wie man denkt und so weiter und so weiter. Die Elche, Otter, die wir schon gesehen haben. All diese Tiere brauchen jeden Tag Futter und wenn keine Besucher mehr da sind und der Park finanziert sich nur durch Besucher, wie wir gerade gehört haben, dann gibt es da einfach keine lange Überlebenschance für diesen Park. Und wenn jetzt noch die Regeln verlängert werden, man noch länger nicht raus darf, dann sieht es
schlecht aus. Und deswegen lasst uns da gemeinsam anpacken. Ich werde selber einen Teil spenden, ganz, ganz klar. Und ihr vielleicht auch. Wenn jeder nur einen Euro spendet, dann haben wir am Ende schon einen ziemlich großen Betrag. Und ich werde mich da wahnsinnig drüber freuen, ja, wenn wir das irgendwie gemeinsam hinkriegen würden. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Wir schauen uns den Park erstmal weiter an. Ja, und bis ganz hier einmal rum ist dieses Luchsgehege. Und das ist tatsächlich das größte Luchsgehege Europas. Ja, wenn man den Platz hat, ne? Und vor allem eben auch vielleicht nochmal im Speziellen diese Liebe für Tiere hat und alles eben so gut wie möglich machen möchte für ein Tier. Ist das auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und jetzt sind schon Wochen keine Leute mehr hier gewesen. Die Tiere sind gar nicht mehr gewöhnt, hier so viele Menschen zu sehen. Also zwei Schweine? Wilde Schweine. Boah. Mhm. Die können hier aber auch loslegen, das ist aber alles. Da liegen sie und pennen. Ja. Die mag ich auch gerne. Ja, ich habe da den Spandauer Forst bei mir, da sind auch so ein paar Wildschweine, da bin ich super gerne in letzter Zeit. Also fast jeden Tag irgendwie einmal, aber nur abends. Meine kleinen Scheiße. Oh, Wahnsinn. Leute, wir fahren jetzt vom Wildschwein weiter. Und was ist da vorne? Es sind keine Dackel, es sind Wölfe. Oh, yes. Cool. Cool, cool, cool. Oh. Hallo. Wer seid ihr denn? Sind auch die Wölfe, die wir in Bayer Wildbahn haben? Ja, also die könnte ich jetzt, wenn ich Glück habe, draußen sehen. Ja. Muss man vor Wölfen Angst haben? Nee, also die Wölfe haben erstmal vor euch Angst. Wir gehören als Menschen schlicht und einfach nicht ins Beutespektrum der Wölfe. Ja. Höchste Beutetiergröße bei unseren europäischen Wölfen sind Rehe. Wir sind für den Wolf schlicht und einfach nichts zu fressen. Der greift uns nicht an. Ein bisschen anders sieht es aus, wenn man einen Hund an der Leine hat. Also noch schlimmer ist, wenn man den Hund freilaufen lässt, weil man muss sich einfach klar machen, dass ein Hund für einen Wolf schlicht und einfach was zu fressen ist. Also nehmt eure Hunde bitte in die Leine in Wolfsgebieten und Brandenburg ist komplett Wolfsgebiet. Wir haben also 44 Rudel in freier Wildbahn in Brandenburg. Wenn wir aufhaben, dann betreiben wir auch das Wolfsinformationszentrum fürs Land Brandenburg. Also man kann sich, wenn man zu uns kommt, auch ganz viel über die Rückkehr der Wölfe informieren. Wir haben Übersichtskarten, wo die einzelnen Rudel sind und informieren dann ganz viel über die Rückkehr der Wölfe nach Brandenburg. Menschen sind das Gefährlichste auf diesem Planeten, okay. Leute. Man will es nicht glauben. Ne? Auch immer die Frage, muss man Angst vom weißen Hai haben? Wahrscheinlich muss vor allem der weiße Hai leider Angst vor uns haben. Sieht man das Wildschwein, Leute? Kleines Ratespiel, aber ganz da am Ende. Ja, wir haben ja fast Ostern, also schön suchen, ne? Suchen ja, das Schwein. Ich wollte sagen. Also ein bisschen Eierform hat es ja auch. Ne? Ja, irgendwie schon, von weitem mit Ohren. Wildschweine sieht man natürlich in der freien Wildbahn viel, viel häufiger. Also das ist mir schon oft passiert, dass ich mit dem Fahrrad, ich fahre ja wirklich auch mitten Offroad irgendwo lang, dass die mir dann auf einmal da über den Weg rennen. Ja, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Also solange die Wildtiere alle nicht ärgerst, ärgern die dich auch nicht. Ja. Also man fährt immer gut damit, wenn man sich mit denen nicht anlegt. Hallo. Was buddelst du denn hier rum? Meine Güte, was ein Tier. Leute, das war's komplett. Wisst ihr, wo mein Bart herkommt? Von diesem Schwein. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Ah ja. Doch, das wollte ich auch schon mal immer sagen. Kein Scheiß, ne Leute, guckt mal meinen Bart an und guckt mal dieses Fell an. Das ist 1:1 das gleiche Material. So, was steht hier? Streichelgehege. Ja, das finde ich ähnlich. Oh. Habe ich, glaube ich, schon öfter erwähnt, Leute, Ziegen, einer meiner Lieblingstiere. Warum ist das so? Weil, wer in The Walking Dead gesehen hat, es gibt eine Folge, da spielt die Ziege eine ganz wichtige Rolle. Wenn ihr wisst, welche Folge das ist, schreibt es mir in die Kommentare. Seitdem sind Ziegen irgendwie, ich weiß auch nicht. Der große, weite Weg zurück über die Felder dieses wunderschönen Parkes. Und dann waren wir auch schon am Ende unserer kleinen Tour angelangt und befanden uns wieder am Anfang. Ja, jetzt kommen wir noch einmal aus dem Gebäude raus, Verwaltungsgebäude. Da haben wir auch das Gemüse geschnibbelt und hier ist nochmal das Ranger-Fahrzeug, wie ich es nenne. Es war ein langer Tag für mich, alles sehr, sehr kurz für euch zusammengeschnitten. Wird jetzt, glaube ich, kein mega langes Video, aber ein Video, was auf jeden Fall meine ganz, ganz neue Richtung auf meinem Kanal zeigt und einläutet. Ab jetzt habt ihr ja mitgekriegt, nur noch Tiervideos. Jetzt stehen wir hier nochmal mit Frau Chefin, die vielleicht hier vor dem wunderbaren Schild noch etwas mitzuteilen hat. Also erstmal hat es mir total Spaß gemacht heute der Tag, weil jetzt für mich immer was ganz Neues war und mal ein ganz anderes Format, als ich sonst so gewöhnt bin. Und mich würde total freuen, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt.
unterstützen könntet, vielleicht unserem Spendenaufruf folgt. Und am meisten würde es uns freuen, wenn ihr nach Corona-Schließung uns alle besuchen kommt und euch das Ganze eben mal in echt anguckt. Schönen Dank, bleibt gesund. Tschüssi, bis bald. Ciao. Das kann ich dazu auch nochmal sagen. Mehr folgt gleich vom Schreibtisch von zu Hause. Da möchte ich noch mal ein paar Dinge sagen, die ich hier auch sagen könnte, aber ich werde sie einfach da sagen, aus dem Schnitt heraus. Ich muss mir jetzt erstmal angucken, alles sortieren, ein bisschen sammeln, muss nach Hause fahren nochmal. Das ist jetzt nämlich auch nochmal so eine Sache. 65 Kilometer geht es jetzt wieder zurück nach Hause. Dann habe ich heute über fast 130 Kilometer auf dem Buckel. Puh, ja, warum nicht? Ich werde dann noch ein bisschen in der Nacht rumfahren. Schöner Tag, hat mir auch auf jeden Fall Spaß gemacht. War mega. Man würde sich jetzt irgendwie die Hand geben oder so, aber es ist ja alles nicht möglich. Corona ist am Start. Ciao. Ja Leute, was gibt's am Ende weiter zu sagen, als dass ich jetzt wieder tatsächlich zurück an meinem Schreibtisch sitze, dass ich gut wieder zu Hause angekommen bin, eine lange, lange Tour noch hatte, bis in die Nacht, ich glaube ich war um 23 Uhr zu Hause, noch lange über den Park nachgedacht habe und über den Tag. Irgendwie war es extrem geil und auch für mich sehr persönlich dort gewesen zu sein, vor allem mit dem Fahrrad auch hinzufahren, irgendwie aus eigener Körperkraft dahin zu fahren, das Gefühl am Ende zu haben, was Gutes getan zu haben, und ich hoffe einfach, dass es was gebracht hat, dass wir dem Park so ein bisschen helfen konnten und dass ich euch so ein bisschen zeigen konnte, dass es eben nicht immer nur den gleichen Content auf meinem Kanal geben muss, sondern eben auch mal ein Projekt, was nochmal aus einer ganz anderen Richtung meines Herzens kommt irgendwie. Jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe, liebe, liebe Tiere. Jeder Hund, den ich irgendwie draußen auf der Straße sehe, den könnte ich erstmal durchknuddeln. Ich glaube, ich könnte selber so einen Tierpark aufmachen oder so. Das ist wirklich krass irgendwie. Und ich denke mal, das kommt vor allem daher, dass ich wirklich auf dem Bio-Bauernhof aufgewachsen bin, dass ich immer mit Tieren in Kontakt stand und ein sehr, sehr inniges Verhältnis irgendwie zu denen hatte. Dass ich bei den Kälbern im Stall lag, dass ich auf Schweinen irgendwie durch den Stall geritten bin. Ich denke, der ein oder andere kennt sowas auch, so diese alten Bauernhofgeschichten von früher, für alle, die auf dem Land aufgewachsen sind. Deswegen ist das ein Projekt, was ich zu 100.000% unterstützen kann. Und jetzt gerade, wo ich heute auch ein bisschen mitgearbeitet habe und mir das alles angeguckt habe, ist es ganz, ganz klar die richtige Entscheidung gewesen, da gewesen zu sein. Also vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Spenden, für alle, die es getan haben oder es gleich tun wollen. Ihr könnt ja auch mit PayPal spenden, und für alle, die sich es nur anschauen und vielleicht weiterteilen, das Video teilen, auch das würde natürlich helfen. Also an der Stelle, bleibt Frauen gesund und vor allem lebt euer Abenteuer. Euer PJ Adventure.